schwach, drum lieber Heiland mach, dass ich den guten Folge flink gehorche deinem Willen. Guten Abend, meine kleine Teuhira. Nüt haben die gute Nachtgeschicht von Tante Anna. Wir sind weiter bei unserer guten Nachtgeschichte. Ich will euch nur Psalm 41, Vers 3 in Feuer lesen. Der Herr wird am bewahren und beim Leben luden. Du Herr habst am von aller Krankheit. Der kleine Peter, der wird sehr krank. Er hat eine Krankheit, die nennt man Scharlach. In der Tö hat er noch ein ganz schwacher Tod. In der Wien muss der kleine Peter in Krankenhaus gebracht worden. Die Krankheit, die wird immer schlimmer. Aber die Mami, die hielt nicht ab zu beten zu Gott. So ihr wisst, der Gott im Himmel, dort ist der himmlische Helfer und dort ist der beste Doktor. Jeder Tag fuhr sie in einem Krankenhaus, um ihren kleinen Peter zu besiegen. Aber am ging dort von Tag zu Tag immer schlechter. Als die Mami dann weiter einmal ins Krankenhaus kam, dann lachte Peter, ob sie im Bad aus ob dem Sturves löre. Seine Hütte wird ganz weit und heu hat hüget feubar. Heu dort reden, lüd in sein Feuerbar drüben. Die Mutter frucht dem Doktor. Wer dort nu mit dem Peter wiedergehen soll? Jo, seh der Doktor. Wenn Gott nicht helfen wird, dann muss heu sterben. Heu ist nu all so schwach geworden, heu kann nicht mal mehr die Medizin annehmen. Dann ruht die Mami so, ja. Und so wird Tag und Nacht immer ganz trürig. Jeder Tag in seinem Krankenhaus, aber dort wird nicht besser mit dem kleinen Peter. Und dann lese sie weiter in der Bibel. Röp mich an in der Nöte, so will ich dir raten, und du sollst mich preisen. Dann betet sie, Läufer Gott, wo du in der Bibel steht, dort hast du uns doch versprochen. Und wo du uns versprochen hast, dort wirst du auch hören. Du wirst, weil ich dir inniglich bitten, musst du doch meinen kleinen Peter weiter gesund machen. Und dann will ich auch dir versprechen, dass ich dir mein Leben lang preisen will. So dort die Mama beten, und sie dort so ja dabei rühren. Als sie dann dem anderen Tag ins Krankenhaus kommt, dann sieht die Krankenschwester da an, gestern dacht wir all, dass er gestorben wird, aber plötzlich, dann fängt er an mit dem Beter zu werden. Dann fragte Mami, klock würfel wie dort, als dort mit am Beter wird. Dann dacht die Krankenschwester ein bisschen nach, und dann seht sie die Glockentiet. Und dann meint die Mami, dort wird kreit die Tiet, als sollte Gott beten dort. Gott, habt ihr Gebet erhielt? Dem nächsten Tag frucht die Mami weiter, wo jeder dem Peter? Jo, seh die Krankenschwester, der ist noch so furchtbar schwach. Aber wenn man sich über dem sein Bad gebeten hat, dann lacht der kleine Junge all. Die Mami freut sich, wollt ihr dort schon durchher, wie ein mein Ärzter sehen, der schon ja so läufhaft und der hat immer mit am gelacht. Der deut sich immer über den Bad zu beten und dann muss der Kleine lachen. Tjenja, ha je auch der kleine Tjenja tjes lieb? Da je auch mit dir spielen, nicht ins abpassen? Juni kleine Geschwister, die wollen auch hören, dass je mit ins lachen dünn. Wenn je ein hordene Fred haben, dann tjä je auch lachen mit der andere Tjenja.
In der Fred, der wird dann immer gerater, der bräut sich immer wieder üt. Und dann fangen die kleinen Babytjes auch an zu lachen. Dort lad Schmack. Jo, wenn wir zu anderen Menschen freundlich sind, dann können die Menschen auch zu uns viel leichter freundlich sein. Und was denkt ihr, als der kleine Peter endlich in den Krankenhaus nach Hause kommt und heu war der gesund wird, was passiert dann mit der Mami? Die Mami, die hat wochenlang Mess nicht geschlafen und immer gebet und viel geruht und jeder Tag nach der Stadt gereist. Und nu wird die Mami krank. Wollt ihr noch, wo die Mami hat Gott versprochen? Sie hat versprochen, wenn die Peter wo gesund sind, dann will sie am immer preisen. Und nu lag sie krank im Bad. Aber sie dort nicht murren. Sie dort ihre Hände falten und dann dort sie dem Herrn preisen. Dort verjährt sie schon Tag. Und als der Peter dann zum Morgen abweint, dann sag ich, dass die Mama noch schläft. Mama, Mama, warum schlafst du so lang? Ich soll abgestohlen und ich werde dir vertellen, was ich geträumt habe. Die Mama schläft so lang, wenn die all so lang nicht hat können schlafen. Und nu wird sie so früh und sie hat Gott gedankt, nun könnt ihr endlich mal die ganze Nacht Eva ruhig schlafen. Und wie ist es mit Jün, Tjenja? Dürft ihr auch noch mal die Nacht träumen? Vertelle jüne Mami dort dann auch. Aber wenn jüne Mami krank ist, dann müsst ihr geduldig sein. Dann müsst ihr nicht den Fuß abwarten, dann müsst ihr dir einfach Luden ausschlafen. Und wenn der dann nicht absteht, dann könnt ihr auch jüne Träumes vertellen. Nu werden wir noch zu beten. Läufer Vater im Himmel, wir danken dir für unsere liebe Mami, die immer für uns beten wird und für uns sorgen wird. Jeffer auch von dir, viel Frieden und Kraft. Amen. Gott hört mich, wenn ich bete, ich weiß, dass er mich liebt und dass er mir für jeden Tag das Allerbeste gibt und dass er mir für jeden Tag das Allerbeste gibt. Gott hört mich, wenn ich bete. Er hat stets Zeit. Ich sag ihm, was mich traurig macht. Ich sag ihm, was mich freut. Ich sag ihm, was mich traurig macht. Ich sag ihm, was mich freut. Gott hört mich, wenn ich bete für Menschen in der Not. Ich freue mich, dass du gerne hilfst. Das wird die Tjenja-Ondacht über das Buch, denn ihrer ist das Himmelreich, von Jost Müller-Bohn. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Ich danke dir, mein Gott.